Augsburg 2012, eine Stadt im Aufbruch. Das erkennt man natürlich auch an den vielen Baustellen. So zum Beispiel wird der neue Königsplatz geschaffen. Die Arbeiten für den neuen Hauptbahnhof haben begonnen. Die Fußgängerzone wird neu gestaltet und auch die Maximilianstraße. Doch eine Stadt muss auch mehr machen als Visionen schaffen, sich als Dienstleister sehen. Als Dienstleister für Gesunde, Kranke, für Jung und alt. Unser Thema jetzt im Jahresrückblick mit unserem Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel hier aus dem Foyer des Theater Augsburg. Herr Dr. Griebel, ich denke, nicht nur der Bürger erwartet es, sondern es ist auch wichtig für potenzielle Investoren, eine gute gesundheitliche Versorgung in einer Großstadt. Ist man auch da einen Schritt weitergekommen? Nichts treibt die Menschen mehr um als die Frage, wo kann ich hingehen, wenn ich krank bin und wie werde ich versorgt? Und diese Verantwortung nehmen wir mit einem Krankenhaus der Maximalversorgung. Wir sind also nicht nur für Augsburg im engeren Sinne da, sondern für den gesamten Versorgungsbereich in Schwaben mit Spitzenmedizin an unserem Klinikum. Das sind natürlich auch Veränderungen notwendig, das weiß jeder. Wir stecken mitten in diesen Veränderungen. Wir haben jetzt die betriebswirtschaftliche Seite des Klinikums auf Vordermann gebracht und arbeiten gleichzeitig daran, auch das Klinikum noch zukunftsfähiger zu machen und mit entsprechender Medizintechnik auszugestalten. Und dazu gibt es viele Vorgänge, die stattfinden. Zum einen die Generalsanierung des Klinikums mit vielen einzelnen Bausteinen, wie die Zentralsanierung des OPs und medizintechnische Ausstattung mit einem Wert von rund 12 Millionen Euro. Dann auch der Ausbau von Intermediate Care und Intensivmedizin, weil das aufgrund des Älterwerdens der Menschen auch immer notwendiger wird. Eine Baumaßnahme in der Erweiterung, die rund 97 Millionen Euro kosten wird und vom Freistaat Bayern entsprechend gefördert wird. Aber ganz zuallererst vor allem die Sorge um die Kinder und um die Jugendlichen und die Familien durch den Bau einer neuen Kinderklinik mit Perinatalzentrum und Mutter-Kind-Zentrum. Ein absolut moderner Ansatz, der den neuesten Standards entspricht. Und da sind wir schon ein gutes Stück voran. Wir sind mitten im Bau dieser neuen Einrichtung, eine neue Kinderklinik mit all den anderen Einrichtungen, mit einem Aufwand von etwas über 40 Millionen Euro und einer Förderung des Freistaats Bayern, die bei 38 Millionen Euro liegt. Also besser können wir nicht ausgestattet und unterstützt werden. Und es geht auch gut voran. Das Richtfest war bereits und Frühjahr 2014, wird die Klinik dann auch fertig sein. Also wieder mal wird gebaut und wenn man da so schürft, findet man in Augsburg an der Innenstadt aber doch eher einen Römertopf und kein Gold. Also eines darf man vermutlich auch nicht vergessen, den wichtigsten Rohstoff Bildung. Ja, das Bauen ist ja im Grunde genommen eigentlich immer nur ein äußerer Vorgang, damit man inhaltlich auch gut arbeiten kann. Das gilt für die Medizin genauso wie für die Bildung. Wir arbeiten auch systematisch am Bildungsstandort Augsburg. Wir haben zum Beispiel das neue Bildungshaus Westparkschule gebaut als moderne neue Einrichtung von der Grundschule bis hin zur Unterbringung auch einer Kinderkrippe, auch mit Erwachsenenbildung. Und da ist es auch in diesem Jahr wieder weitergegangen, indem wir die Außenanlagen in Betrieb genommen haben. Aber das ist nur eine Maßnahme. Wir sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs, zum Beispiel in Oberhausen in der Martin-Schule oder in der Löweneck-Schule. Da geht es darum, die Schulen so auszubauen, dass man Ganztagsschulangebote formulieren kann für eine ganzheitliche Bildung der Kinder und für die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, für die Eltern letztendlich. Und das sind Dinge, die wir systematisch betreiben, genauso wie die Kinderkrippenplätze oder die Kindergartenplätze. Sie bringen die Stadt nur weiter, wenn sie in allen Bereichen, die für die Daseinsvorsorge notwendig sind, von der Bildung bis zur Kultur, gleichmäßig die Dinge vorantreiben. Und das machen wir.